Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 188 am Montag, den 5. Juni 2023. Es ist 21.30 Uhr und wir haben noch 13 Grad Außentemperatur. Ich stehe wieder außerhalb von Bredstedt an einem Freistehplatz nahe dem Stollberg. Das ist, ja, das ist hier die höchste Erhebung Nordfrieslands mit, keine Ahnung, 18 Metern oder so. Und da steht ein dicker, fetter Sendemast. Und hier habe ich bestes Netz. Und da ich morgen eine Podcast-Aufnahme habe, bin ich heute Abend hierher gefahren, damit das dann auch wirklich gut klappt. Also Podcast-Interview-Aufnahme. Apropos Podcast-Aufnahmen, ich weiß nicht, ob du gestern Abend noch reingehört hast. Gestern Abend ist meine Jubiläumsfolge, die 300. Folge von André talkt anderswo online gegangen. Und ich habe nochmal so ein bisschen da drin erläutert, welche verschiedenen Kategorien ich denn im Podcast eigentlich abbilde. Und es gibt ein Grußwort von ganz lieben Menschen. Also hör doch gerne auch nochmal in die Folge von Montagabend in die 300. Jubiläumsfolge rein, würde ich mich sehr freuen. Ja, ansonsten war heute Arbeiten angesagt. Ich hatte noch ein Meeting für ein neues Tool, was ich für eine Kundin in die Webseite mit einbinde, wo wir die Online-Kurse dann drüber abbilden. Und da hatte ich ein Meeting mit der Firma, mit dem Anbieter. Ein ganz netter Support-Mitarbeiter hat mir da ein paar Dinge gezeigt, die eben so nicht aus den FAQs und so weiter sich selbst erschlossen hatten. Das geht nämlich auch darum, Online-Kurse umzuziehen von einer Plattform auf die andere. Und da musste ich nochmal nachfragen, wie das funktioniert und habe Antworten bekommen und ein paar Aufgaben, die ich jetzt erledigen muss. Habe das mit der Kundin nochmal abgestimmt. Ja, so läuft das immer hin und her und so kommen jeden Tag wieder neue Aufgaben hinzu. Aber das macht ja auch Spaß. Das ist auch herausfordernd, wieder neue Dinge zu lernen, neue Dinge auszuprobieren. Das gefällt mir sehr gut an meinem Job. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.